Ja, ich bin ab den Ball bekommen, wollte zuerst zu Pio spielen nach rechts, habe mich dann dafür entschieden, in die Mitte zu gehen. Dann kam Memo in die Mitte, habe Memo gesehen, wollte ihn zu Memo spielen. Dann war der auch zu und dann habe ich einen Villas gesehen, habe mit dem Doppelpass gespielt und dann kam der auch wieder, der Doppelpass, hat er sehr gut gespielt. Und dann bist du natürlich vor dem Tor und dann die lange Ecke ausgeguckt mit dem Außenriss. Ja, schönes Tor. Ja, erste Drittliga-Tor, ne? Und die Mannschaft hat schon geholfen mit einem Punkt. Ja, bin zufrieden. Bist frisch reingekommen, hast dann direkt eingenetzt mit dem Kopf. Wie hat es sich angefühlt? Ja, überragend natürlich. Schöne Flanke noch von Fabio und da, das Ding muss man einfach reinmachen. Und ja, bin froh darüber. Mit dem Punkt können wir, glaube ich, sehr gut leben. Wir sind zweimal zurückgekommen beim starken Gegner bei so einem Wetter und ja, Hut ab von der Mannschaft, super Moral bewiesen. Ja, aufgrund der ganzen Verhältnisse und so muss man sagen, dass wir zufrieden sein können. Meiner Meinung nach sind wir wirklich auch zweimal zurückgekommen, was wieder die Moral auszeichnet und fand ich schon stark. Also wir haben wirklich uns heute sehr schwer getan, aufgrund nicht nur das Wetter, aufgrund auch den starken Gegner. Wir haben unheimlich viel zu kämpfen heute gehabt, mit vielen Sachen. Und ich denke schon, dass das Spiel auch sehr unglücklich für uns angefangen hat. Nach 6 Minuten bei solchen Temperaturen noch in Rückstand zu kommen, es ist verdammt schwer, weil du nach vorne schon Druck machen musst. Und das ist alles gut gelaufen, positiv für Leipzig. Das heißt, nach der Balleroberung, die hätten oder die könnten theoretisch immer die Bälle in der Tiefe spielen auf ihre schnelle Stürmer. Und das war immer sehr, sehr knappe Sache, sehr schmale Grad. Wir wollten nach vorne spielen und gleichzeitig hinten haben wir aufgemacht. Und natürlich war knappe Sache. Aber die Mannschaft im Laufe der Zeit wurde immer besser. Und ich denke auch bei 1-1, dass die Mannschaft das Spiel im Griff hatte. Und dann haben wir natürlich das geschafft, 1-1. Und bei 2-2 war genau das Gleiche. Wir haben auch kurz davor mehr Kontrolle über das Spiel gehabt. Und das heißt, das ist auch logische Konsequenz. Wenn du besser Fußball spielst, dann hast du Chance, auch Tor zu erzielen. Und das heißt, es ist uns sehr gut gelungen. Zum Glück durften wir ein paar Mal Pause machen, dass wir was trinken konnten. Es war schon sehr brutal. Am Ende hat man es dann auch bei mir gesehen. Ich konnte gar nicht mehr weiterlaufen. Ich hatte nur noch Krämpfe. Und ja, zum Glück ist aber dann noch ein 2-2 passiert für uns. War natürlich eine sehr, sehr hohe Intensität in dem Spiel. Es war sehr, sehr warm, sehr, sehr schwül. Aber wie gesagt, beide Mannschaften mussten damit klarkommen. Aber jetzt ist man erstmal platt. Ja, die Temperaturen waren schon extrem für die Spieler natürlich auch noch ein bisschen schlimmer. Und deswegen auch Hut ab, dass die Jungs zweimal zurückgekommen sind. Ja, vielleicht kann ich das gut überspielen. Also mein Körper fühlt sich anders an. Ich bin auch schon ein paar Länze älter wie der eine oder andere bei uns. Aber ich denke, das ist auch meiner Fitness ein bisschen geschuldet. Aber wenn du jetzt einen Punkt geholt hast, fühlst du dich auch ein bisschen besser, wie wenn du ohne da gestanden hättest. Ja, mehr als so ein Punkt, muss man schon sagen, fairerweise, weil Red Bull eine Qualität hat, die darf man nicht unterschätzen. Und das haben wir auch nicht von vornherein. Sind natürlich mit 2 Mann Rückstand geraten, dann muss man wirklich sagen, das ist natürlich nur ein Punkt, aber im Endeffekt fühlt sich das heute doch wie ein Sieg an, aber wir müssen halt jetzt gucken, wir müssen auch sehr viel analysieren, weil wir bestimmt auch sehr viele Fehler gemacht haben, aber das werden wir auch tun, weil am Sonntag gegen St. Pauli wird es eiskalt bestraft, genauso wie heute. Ja, fußballerisch haben wir, glaube ich, nicht unsere beste Leistung gezeigt heute. Das muss natürlich gegen St. Pauli einen Tick besser und da muss schauen, was nächste Woche passiert. Ich denke schon, dass dieser Punkt, dass für uns auch gewisse positive Stimmung gibt und wir können uns freuen über diese Sachen und wenn wir heute verloren hätten, eine Woche warten bis zum Pokalspiel, das ist keine gute Ausgangsposition. Heute mit dem Punkt, wo man sagen kann, dass das sehr positiv ist, gibt uns auch noch mehr Selbstvertrauen und wir können auch die Woche uns sauber vorbereiten auf das Spiel, auf das schwere Spiel gegen St. Pauli und wir freuen uns auch auf nächste Aufgabe. Aber im Endeffekt ist St. Pauli ein ganz anderes Kaliber, eine ganz andere Qualität, ein ganz anderes Spiel und da müssen wir natürlich uns noch engagierter, noch kompakter präsentieren, weil St. Pauli natürlich auch die gewisse Qualität hat, die sie mitbringen kann. Wenn wir nicht dagegenhalten, wird es sehr, sehr schwer, aber ich gehe davon aus, dass wir heute den Schwung mitnehmen für Sonntag. Jungs, ihr seid alle herzlich willkommen, es strömt ins Stadion, wir brauchen euch und damit wir die nächste Sensation bei uns an der Hammerstraße rausholen können.
alles möglich. Es ist alles möglich. Es ist alles möglich. Und ich glaube nicht, dass wir uns verstecken müssen. Wir müssen schon so selbstbewusst sein und so von uns selber überzeugt sein, dass wir auch an kleinen Sensationen glauben können und müssen. Und das tun wir auch.